So, this is it, I guess. Nun, da wären wir, schätze ich. Layer 4. Ebene 4. It looks familiar. Es kommt mir bekannt vor. Ist das Peters Haus? Es sieht auf jeden Fall so aus. Von dem bisschen, was ich davon gesehen habe. Von dem Foto, was er uns in einen Brief geschickt hat. Ich frage mich, wieso Ebene 4 so aussieht wie Peters Haus. Das ist wirklich komisch, zugegeben. Sogar gruselig. Ich frage mich, warum Peter nicht weitergekommen ist. Wie dem auch sei, wir müssen ihn finden. Ja. Ich kann meine krustige Seele wohl kaum retten, wenn wir ihn nicht finden können, oder? Lead the way, Sportsy. Weise uns den Weg, Sportsfreund. If you recognize this room, you might be able to lead us to him. Wenn du diesen Raum wiedererkennst, dann kannst du uns vielleicht zu ihm führen. So, gehen wir direkt einmal ran. Okay. Gucken wir mal, was ist hier? Das ist, so sollte das nicht aussehen. Nun, kann ich sagen, dass es jetzt akkurat heißt, weißt du? Oh, die Wölde recht raus. Dann wollen wir mal raus in den Regen, schätze ich. Oder auch nicht. Oh doch, okay. Dieser Ort ist... Was soll das? I'm weirded out. Das ist echt komisch. Something is off about this layer. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Ebene. Dieser Ort scheint irgendwie zusammengewürfelt. Zusammengewürfelte Erinnerung? Komm schon, wir müssen dem hier auf den Grund gehen. Der Meinung bin ich aber auch. Ich schätze mal einfach immer weiter geradeaus, oder? Is this a game to you? Oh. Okay. Ach, hier muss wieder... Merkwürdiger und merkwürdiger. Bullshit und bullshittiger. Bullshit und bullshittiger. Let's keep exploring. Erkunden wir weiter. Erkunden wir, Verachtung, meine Güte. Ich werde immer verwirrter hier. Immer verwirrter. Oha. Ach Gott, mir ist ein bisschen unwohl hier. Ach naja. Armer Peter. Looks like reality needs a nap. Sieht so aus, als ob die Wirklichkeit eine Pause braucht. Or someone needs time that creases out of the space-time continuum. Oder jemand muss die Falten aus dem Raumzeitkontinuum ausbügeln. Das wohl eher. Uch. Escape ist Escape eine Option? Ich schätze mal chancebedingt, oder? Moves from his buffs, check stats for 10 turns. Ja. Moves, Temper. Ja, komm, kümmern wir uns mal um den Nier. Die. Angreifen. Im oberen. Was kann Steven? Bastard Boss, Trends 10%. Ach Gott, Phone. Drop so photorealistic phone on a random enemy. Gucken wir mal. Nutzlos. Huch.
Aua. Aua. Okay, dann greifen wir mal an. Den nördlichen wieder. Moves, Tramper. Moves, Give Life. Glaube ich. Revives. Nein, dann Give Gifts. So. Und du greifst auch den oberen an. Doch, Dave. Alter, das ist laut. Wie kann man nur verfehlen? Das ist ja lächerlich. Dave, wieder Temper. Das muss funktionieren. Give Gifts. Du greifst an. Ja! Hey, lass Steven in Ruhe. So, angreifen ihn da. Dave, Temper. Die heilen. Steven, Guard. Okay, Fight. Let's go. Immer weiter drauf, immer weiter drauf. Gifts. Guard. Fight. Moves, Temper. Moves, Gifts. Guard. Erstmal. Oh. Gewonnen. Okay. Speichern. Und weiter. Ups. Speichern. Oh, da oben ist Candy Cadet so ziemlich. Und Music Man und Balloon Bitch. This thing can't seem to settle on what it wants to be. Dieses Ding scheint sich nicht entscheiden zu können, was es sein möchte. And yet, each form is more cursed than the last. Und jede Form ist cursed als die letzte. Candy. Nope, das gefällt mir nicht. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Speichern noch mal ab. Man weiß ja nie. Langer Gang mag ich nicht. So. Oh. Oh Gott. Ab ins Void. Angestellter, es tut mir so leid, ich... Leute, was macht ihr hier? Wir sind hier, um dich zu retten, du Idiot! Oh nein. Phony, what are you even doing down here? Phony, was machst du überhaupt hier unten? Nun, nach dem Henry... What the fuck? Is there a person here that Henry hasn't fucked over? Was zur Hölle? Gibt es hier eine Person, die Henry nicht verarscht hat? Nope. Tut mir leid. Ja. Er ist ein Arschloch. Jeez. What a scoundrel. Was ein Drecksack. Peter, wir sind hier, um dich zu retten. Wir haben dich nicht vergessen. Nein, ihr versteht nicht. Ihr seid zu weit runtergekommen. Ihr könnt nicht zurück. Das ist genau das, was er wollte. Was wer wollte. Ich wusste es.
Das war eine Falle. Jack, ich war der Köder und er hat euch in diese Falle gelockt. So sei es. Nun, dann gibt es keinen Grund mehr, sich zu verstecken, schätze ich. Zeige dich, du Hund! Was zur Hölle? Das ist... nein. Unmöglich. Also, du bist's. Ich wusste, dass du nicht fernbleiben kannst. Dafür habe ich jetzt keine Einstellung. Oh, my lord. What kind of accent is that? Ach du meine Güte. Was für eine Art Akzent ist das? Speak English, Mod. Sprech Englisch, du Hund. The language we speak in the United States of America. Die Sprache, die wir in den Vereinigten Staaten von Amerika sprechen. So sei es. Gott, das ist so komisch. Was ist dieses Ding genau? Ein Schattenhund, natürlich. Genau das bin ich, aber das ist nicht mein Name. Weiß es keiner von euch? Ganz klar muss das einer von euch wissen. Well, you're clearly some kind of astral moth. Nun, du bist eindeutig eine Art Astralköter. But beyond that, you've lost me. Aber abgesehen davon, keine Ahnung. I think I remember seeing you once. Ich glaube, ich habe dich schon einmal gesehen. On the day Henry. An dem Tag als Henry. Ja, ich bin derjenige, der alle Teile zusammengefügt hat, der euch alle hierher geführt hat. Ich bin der Sammler, der Retter. Ich bin der Hund, der Henry Miller weggezerrt hat. Sag meinen Namen. Dein Name ist Blackjack. Du bist meine streunende Seele. Also erinnerst du dich? Natürlich erinnere ich mich. Weißt du, eine ganze Weile lang wusste ich nicht, was du warst. Ich dachte erst, dass du der Geist meines Hundes Sparky wärst. Du siehst ihm so ähnlich. Dass du mich vor Wut heimsuchst. Dass ich die an ihrem Geburtstag nicht retten konnte. Aber nein. Du hast nur seine Form angenommen. Das letzte Familienmitglied, das ich gesehen habe, bevor ich in dem Bärenkostüm gestorben bin. Der einzige, von dem ich mich verabschieden konnte. Du bist die Seele, die meinen Körper verlassen hat und niemals wiedergekehrt ist. Du bist meine streunende Seele. Wie ein streunender Hund. Hey, ich verstehe es jetzt. Ich bin wiedergekehrt. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich geleitet. Mich geleitet? Du hast mich gejagt. Oh. I get it. Oh, ich hab's verstanden. Hound. Gejagt. Yeah, because he's a dog. Versteht ihr? Weil er ein Hund ist. Ihr seid jetzt alle hier. Also, können wir beginnen. Bei allem Respekt, Herr Schattenhund. Jack, wieso hast du mich benutzt, um sie hierher zu locken?
Welchen Grund könntest du möglicherweise haben, um diese vier ganz bestimmten Seelen hierher zu holen? Du bist auch ein Teil davon, Peter. Die Elfen wurden vorsichtig auserwählt. Hand erlesen für einen ganz bestimmten Grund. Welchen Zweck müssen wir erfüllen, welche fünf andere Seelen nicht erfüllen konnten? Wieso wir? Welchen möglichen Grund kann es haben, um uns fünf hier zu versammeln? Mein Gast hatte noch nie zuvor einen Besucher. Dein Gast? Der Leerenwandler. Der Bärenmann. Henry Miller. So, Henry still kicking, eh? Dann lebt Henry also noch, hm? After all this time, he still. Nach all der Zeit ist er noch immer Blackjack, bei allem Respekt. Ich glaube, von uns fünf gibt es nicht eine einzelne Person, die dessen Leben nicht von Henry in irgendeiner großartigen Art und Weise zerstört wurde. Das weiß ich doch, Steven. Und genau das ist die ganze Idee. Warte, was? Henry muss euch fünf sehen, damit er die Konsequenzen seiner Taten erlebt. Die Früchte seiner schlechten Entscheidungen. Wozu seine ganze Arbeit geführt hat. Ich möchte sehen, ob Henry Reue oder Schuld fühlen kann. Und wenn ich mich dazu entschieden habe, dass er das wirklich nicht kann, dann werden wir ihn hier lassen. Als ewige Bestrafung. Das ist nicht richtig. Es ist nicht dein Job, ihn zu bestrafen, Blackjack. Und warum nicht? Er hat mir alles genommen. Er hat meinen Bruder getötet, meine Schwester, mich. Ich bin die Seele, weißt du. Du bist nur ein Haufen reanimiertes Fleisch, das denkt, dass du Jack Kennedy bist. Jack Kennedy ist im Sommer 1973 gestorben. Du bist eine Abscheulichkeit. Das seid ihr alle, auf irgendeine Art und Weise. Und ich möchte, dass Henry sieht, was er für Monster geschaffen hat. Ach du meine Güte. Was zur Hölle? Das ist nicht richtig. Du denkst da nicht klar drüber nach. Du hast den bösesten Menschen auf der Welt. Du hast gerade sichergestellt, dass er für immer leben wird. Keine Hölle, keine echte Bestrafung. Er ist am Leben und muss sich niemals um den Tod sorgen. Hier ging es nur um den Tod, Blackjack. Henry versucht, den Tod abzuschaffen. Und du hast das für ihn getan. Indem du ihn in die Leere gezogen hast. Zwischen den Zeitlinien. Er wird niemals altern oder krank werden oder verrotten. Du denkst, du bestrafst ihn, aber du hast ihn belohnt. Wir brauchen Gerechtigkeit. Wir müssen Henry Miller auslöschen. Ja. Aber es gibt nichts, was ich lieber tun würde. Schlagen wir ihm das dämliche pinke Gesicht ein. Guys, I don't know if... Leute, ich weiß nicht, ob... Was? Ihr wollt? Nein. Er ist mein Gefangener. Ich werde entscheiden, was mit ihm zu tun ist. Ich werde über die Strafen entscheiden, die er erleiden muss. Ich werde ihn doch
Jack. Wir müssen ihn zerstören. Was, wenn er jemals einen Weg rausfindet? Er ist zu gefährlich, um ihn hier zu behalten. Schau dich uns an. Wir sind alle kaputt wegen ihm. Wir müssen uns selbst wieder zusammenfügen. Wir müssen Gerechtigkeit sehen. Ihr entscheidet nicht, was Gerechtigkeit ist. Ich habe wegen diesem Mann alles verloren. Nein, diesen Dämon. Du willst ihn genauso wie wir tot sehen. Bitte. Nein. Blackjack, bitte. Nur... Was tust du? Blackjack. Hör auf. Erinner dich. Holy fuck. How could I have been so... Heilige Scheiße. Wie konnte ich nur so... That magenta fuck is the biggest threat to our reality. Dieses magentafarbene Arschloch ist die größte Gefahr für unsere Realität. We need to destroy him. Wir müssen ihn zerstören. It's the only way. Es ist der einzige Weg. Bitte. Ich weiß, dass du auch möchtest, dass das endet. Du hast ihn seit 40 Jahren bewacht. Bist du nicht müde? Ja, ich bin müde. Möchtest du nicht auch, dass er der einen Sache ins Auge blickt, wovor er am meisten Angst hatte? Dem Unbekannten? Ja, die Leere kennt ihn mittlerweile schon. Ich möchte, dass er sich ungeborgen fühlt. Ich möchte, dass er Terror erfährt. Du kannst uns zu ihm führen. Henry war vielleicht stärker, wie wir alle vereinzelt, zugegeben. Aber Henry ist nicht stärker, wie wenn wir alle zusammen sind. Wir packen das. Glaubst du wirklich, wir können... Bist du dir sicher, dass wir... Sports is right. Sportsfreund hat recht. There is no greater force than righteous anger. Es gibt keine größere Kraft als gerechte Wut. Außer vielleicht Liebe. Yeah, well, you're a sad puppet. Those two are phones, and they and Sports are zombies. Ja, nun, du bist eine Sockenpuppe. Diese zwei sind Telefone, ich und Sportsfreund sind Zombies. Let's put the love thing aside
and focus on the whole righteous anger idea for now. Packen wir dieses Liebesding beiseite und konzentrieren wir uns auf dieses ganze gerechte Wutding erstmal. Er hat recht, Schwester. Seelen werden durch Emotionen gestärkt. Während wir ihn hier behalten, wird er nur gehässiger und dementsprechend mächtiger. Wir müssen ihn ein für alle Mal vernichten, bevor er genug Kraft gesammelt hat, um abzuhauen. Nun, dann, worauf warten wir? Ich bin noch nicht bereit. Was? Sportsy, you heard the moth. Sportsfreund, du hast den Köter gehört. Henry will only get more and more powerful. Henry wird nur mächtiger mit der Zeit. Ich dachte nicht, dass ich das jemals sagen würde, aber... Dave hat recht. Jetzt oder nie. Ich muss erstmal noch was erledigen. Auf der anderen Seite, in der Realität. Eine letzte Sache noch erledigen. Es wird kein Monat dauern, ich verspreche es. Nun denn. Du hast einen Monat. Dann werde ich dich hierher zurückholen. Danke, Blackjack. Ehrlich. Bitte sei vorsichtig, wenn dir irgendwas zustößt. Wir brauchen dich hier, um uns mit Henry zu helfen. Yeah, without you, we'd have 20% less meat. Sex kicking Henry in the balls. Ja, ohne dich hätten wir 20% weniger Fleischsäcke, die Henry in die Eier treten. That's not exactly ideal. Das ist nicht gerade ideal. Keine Sorge. Ich komme wieder. Ich versprech's. Nun, in Ordnung, Jack. Bleib auf der Hut, Bruder. Und erledige diese letzte Sache endgültig. Ja, keine Knoten oder Verwicklung. Keine Sorge, Leute. Ich weiß, wie man einen Knoten verbrennt. Best luck, Sportsy. Viel Glück, Sportsfreund. We'll see you on the flip side. Man sieht sich auf der anderen Seite. Eieiei, das war ja mal echt harter Tobak, echt krasser Scheiß. So, ich bedanke mich an dieser Stelle dann vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.